Hello Ladies and Gentlemen und willkommen zu einem neuen Gameplay hier auf unserem Kanal. Wir spielen Diablo 4. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals die Vorbesteller-Edition gehabt, habe die Closed Beta gespielt, die Open Beta gespielt und bin jetzt erst dazu gekommen, mal das fertige Spiel zu spielen. Ich habe einen neuen Charakter erstellt, das ist die gute Jules. Da dachte ich mir mal, komm, hauen wir mal rein, das nehmen wir das mal auf. Und mal gucken, was ich so seit dem fertigen, also was sagen wir so, seit der Beta, seitdem es draußen ist, getan hat. Die Sequenz ist immer noch die gleiche wie vorher. Gleiche Anfangsszenario hier. Aber ich finde, es spackt nicht so wie damals bei der. Bei der Beta. Ist eigentlich auch alles noch so gleich, wie es war. Ist sehr faszinierend. Den habe ich gekillt, stimmt ja. Oh mein Gott, bin ich verpeilt heute. Bin ich heute verpeilt. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Oh. Das war auch noch wie damals. Das ist anscheinend dieses Anfangsding. Ja. Ach, da ist er. Oh. Alter, wo kam der denn her? Ich war doch zuerst weg und dann kam er wieder, oder was? Uah. Widerlich. Halt. So, was haben wir da noch? Nichts sonst. Halt noch dort. Bark. Entschuldigung, ein Bark. Da noch vielleicht looten können. Ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Okay, wenn du das sagst, Schätzchen, dann ist das so. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen. Was ist die? Überall. Reißzähne in der Dunkelheit. Ja. Ah, er hat mich gebissen. Vorsicht. Rinn. Er ist wild. Tach. Tach dir, Bube. Tach dir, Maid. Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderin. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Gott, der arme Kerl. Wovon redet er? Der arme Mann. Kommt, ich erkläre es euch. Ah ja, und ich spiele es auf dem PC. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwas anderes machen will. Ach. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht. Ich werde töten, was auch immer in den Ruinen haust, bevor es mich töten kann. Wirklich? Oh, vielen Dank. Yay. Na, warte mal. Das ist abgeschlossen. Berg in der Dämmerung. Was hat die Alte für... Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Nein. Ich habe sie aus Kiowaschat mitgebracht. Alter, ist das teuer. Ne, halt, das war das Erste, stimmt. Stimmt, das war das Erste. Haben wir da alles klein gemacht, das weiß ich noch.
Oh, ich hätte gerne mal eine Waffe oder so. Ich hätte gerne irgendwie schon mal eine bessere Waffe. Weiß nicht, irgendwie aus Prinzip schon. Ja, die Grafik haben sie schon richtig gut gemacht. Kein Vergleich zu Diablo 2 und... Ich bin noch nicht bereit. Level up. Läuft. Wo sind wir denn jetzt? Hi. Bitte, ein paar Items. Natürlich nicht. Ich suche jetzt mal gerade alles ab hier, weil ich... Also wenn ich mich recht erinnere, muss hier glaube ich irgendwo noch eine Ruhe gewesen sein, da hinten, ja. Ich bin noch nicht bereit. Oh ja. Elite. Ich brauche mehr Zeit. Oh nein. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. So. Echt blöd mit diesen Schildheimnis. Das ist echt blöd. Ich habe doch nicht so viele Fähigkeiten. Aber doch, ich hab doch Fertigkeiten schon. Stimmt, wollte ich doch gerade sagen. Aber was gehen wir? Greift ein Gegner, was? Da kann man auch... Ich hab da runter, ne, da brauche ich zwei. Ja, wir haben zwei Points. Ein Stich. Werft Klinge über eine kurze Distanz, wo es 6 Schaden hier tritt. Einsatz verlangsamt 20%. Herzurer schießt einen Pfeil ab, der einen deinen Gegner sucht. 8 Schaden, wo ist eure Begriffsverfassung? Okay. Oder kraftvoller Pfeil. Oder gehe ich erstmal lieber auf die... Fahren wir die Energiereaktion 30 Sekunden lang um 20. Stellt schnell auf euer Ziel ein. Fügt ihm 5 Schaden. Gehen wir auf Meuchen oder gehen wir lieber auf Distanz? Ich will lieber auf Distanz gehen. Schießt einen Pfeil ab, der einen Gegner sucht. Oder werft Klinge eine kurze Distanz. Oder Gegner. Schaden. Was soll ich holen? Mein Gott, Herzsucher oder? Herz. Naja, der sucht ja nur einen Gegner. So. Das.
Okay, super. Wie ist das jetzt gerade noch lieber, wenn ich Fernkampf mache? Oh, 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 oh. Nein, meine sind besser. Nur irgendwas? Nö. Ich bin noch nicht bereit. Ernsthaft? Ist der jetzt der Bucky? Bucky? Von hinten Schoss in der Ricke, Junge. Sorry, Freunde, ich will jetzt nicht viel reden, aber ich muss gerade echt irgendwie extrem konzentrieren gerade. Oh, ja, komm. Na, mein Freund. Oh! Krieg ich. Jawohl. Ich brauche mehr Zeit. Oh! Wenn er mich kriegt. Komm her. Ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich glaube ich die Ads nicht ignoriert. Bin voll auf die drauf, also halt nur auf die Ads gegangen die ganze Zeit immer. Nein, 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 du Freund Sonne. Tschüss. So, zeig mal, was haben wir da alles Schönes bekommen? Ja, Mann. Sind besser. Wieso? Monisches Kurzschwert. Okay, nehmen wir auch mit. Machen wir gemeinsam das Let's Play machen, Gameplay machen. Verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir, das verkaufen wir, das, das, das. Und. Die alten Ruinen sind sicher. Labern wir ein bisschen. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt! Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld.
Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft und... Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Ach ja, stimmt. Dann haben die uns ja betäubt. Auf unsere die Schweine. Ja, und dann gehen wir gleich drauf. Diese Schweine, ey. Stimmt. Das war schon fies, was sie mit uns gemacht haben. Das muss man schon sagen, Freunde. Das war sehr, sehr fies. Das war richtig fies. Hör nicht so viel aus Sven. Sven. Sven, Sven, Sven. Oh, das sieht so lecker aus. Stimmt, war ja auch so gewesen. Der Beta. Gut, die Beta hat aber arisch, aber auch ziemlich arisch geleckt und gespackt teilweise. Wir haben gespannt, wie das später in der Stadt ist. Gyro war schon. Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Was? Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Verlorene Seelen! Ihr alle! Hallo, ich will schießen! Ei! Wäsche, also. Wenn wir mal ballern, es ging nicht. Jetzt seid ihr gesegnet, wie wir. Warte, ich komme. Das waren alle, das Licht so will. Schlüsselhammer. Wahnsinnig. Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch.
Ich kam wieder zu mir. Ja, das ist schon kacke. Das ist schon kacke, mein Freund. Ich versuchte in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und. Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Wahrscheinlich. Nur Feuer kann die Dunkelheit an diesem Ort läutern. Seht hinein, aber beeilt euch. Ich mache die Fackel bereit. Ja, gehen wir mal rein, hä? Blutblüten. Mami! So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Wird gelutscht an der Blüte? Ah, da kommt sie. Jetzt kommt gleich die Mami. Es war ein geiles Cinematic, also absolut. Absolut schön gemacht. Die Frage ist, ist irgendwie der Lilith böse? Cool, ich habe mich jetzt mit der Storyline noch nicht so viel beschäftigt von Diablo 4, muss ich erst dazu sagen. Und der Lore auch nicht. Also der Lore allgemein sowieso nicht. Ist sie böse? Eigentlich sind wir ja auch ihre Kinder. Oder? Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Genau. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Widersteht ihrer Versuchung! Oh. Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Schweig, Priester! Von vielen. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort. Nun
beginnt unser wahres Werk. Die Mutti. Ah, ihr seid zu euch gekommen, dem ja. Licht sei Dank. Ah. Josef. Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Doch. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Mutti ist der Himmel. Hör zu. Im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kiovaschat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Alles klar, Josef. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wie wir zu unserem Eremit gehen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne. Ciao.